Ich sage ja immer in meinen Videos, dass ich Drogen nehme. Und ich weiß auch, dass die meisten von euch wissen, dass ich es nicht so ernst meine. Allerdings gibt es immer ein paar Leute, die es vielleicht ernst nehmen könnten. Und dazu mache ich hier dieses Video. Denn manchmal, wenn ich mich über etwas aufrege oder sauer bin, dann sage ich immer, ja, ich werde jetzt Drogen nehmen, dann geht es mir wesentlich besser. Oder ich sage ab und zu einfach so, manchmal gib mir meine Drogen, sonst bin ich nicht glücklich. Aber ich kann euch alle beruhigen, ich nehme keine Drogen und habe auch noch nie Drogen genommen. Einige denken sich wahrscheinlich jetzt, ja, dieses Video ist total unnötig, weil wir ganz genau wissen, dass du keine Drogen nimmst und immer noch Spaß machst. Allerdings, es ist nötig, weil selbst wenn nur 2, 3 oder 4 Leute mit den Drogen nehmen anfangen, weil ich sie so Spaß gesagt habe und sie jünger sind und denken, ja, weil Danny es gemacht hat, mache ich es auch, ist dieses Video schon wert, beziehungsweise ein Grund dazu, es zu machen. Wie eben schon erwähnt, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, bis auf Alkohol, und das war nur auf Partys. Und auch Alkohol habe ich in Grenzen getrunken, also ich war noch nie so richtig besoffen. Also wenn es um Drogen geht, bin ich eigentlich der Typ, der am wenigsten Drogen von allen nimmt. Es fing schon damals mal in der Schule an, wir hatten so eine Raucherecke, wo die ganzen coolen Jungs immer geraucht und gekifft haben während der Schule. Und das war zwar jetzt nicht der Fall, aber wenn einer zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, hör zu, entweder du rauchst jetzt eine Zigarette oder du gehörst nicht zu uns, dann würde ich ihm den Mittelfinger zeigen und sagen, okay, ich verpiss mich hier und lebe mein eigenes Leben in der Schule weiter. Ich würde total gut damit klarkommen, hätte ich keine Freunde auf der Schule gehabt, dann würde ich damit leben können und wäre einfach alleine in den Pausen rumgerannt. Ich habe das Gefühl, bei vielen ist das so, denn sie wollen dazugehören und deswegen rauchen die dann mit den ganzen coolen Jungs mit und denken dann, ja, jetzt bin ich einer von denen, bin richtig cool und gehöre dazu. Das Wichtige, was man dabei bedenken muss, ist, dass man am Anfang nur aus Spaß oder gelegentlich oder nur wegen Freunden oder nur ab und zu raucht. Doch nach einer Zeit werdet ihr merken, wie es im Hals juckt und wie ihr diesen Stoff braucht. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit, mit den 5 oder 10 Euro, die ihr am Tag ausgeben müsst, nur um euren Stoff zu bekommen. Das nervt mich jetzt gerade, weil mein Akku ist irgendwie ein bisschen leer und ich habe keinen Bock, den auszuwechseln. Jetzt muss ich mich beeilen oder was. Naja, wir sind beim Geld gewesen, was natürlich nicht das Wichtigste ist, aber auch ein sehr großer Aspekt, nicht anzufangen. Denn 5 bis 10 Euro sind am Tag nicht viel, aber wenn ihr das mal 30 rechnet. Oh, so, ich habe jetzt eine neue Batterie reingetan und ich hoffe, die hält jetzt für wenigstens bis zum Ende dieses Vlogs hier. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau, wenn ihr die Zahl, die ihr ausgerechnet habt, jetzt mal 12 nehmt, dann kommt ihr auf den jährlichen Betrag, den ihr für Zigaretten ausgibt. Und die Batterien sind schon fast wieder leer! Mann! Sorry Leute, aber mich nervt das gerade, weil ich anscheinend keine einzige Batterie hier habe, mit der ich einen normalen Vlog machen kann. Nicht nur das Geld ist natürlich ein großer Aspekt, sondern natürlich auch die Gesundheit, denn ich habe eine Oma, die hat ihr Leben lang geraucht, die ist 68 und die fühlt sich 1000-mal schlechter als meine Oma, die noch nie geraucht hat, die 89 ist. Jetzt seht ihr ungefähr, was für Auswirkungen das haben kann. Deswegen überlegt euch zweimal, ob ihr cool sein und zu den müchtigen Jungs dazugehören wollt oder lieber euren eigenen Weg geht und sagt, ich rauche nicht mit. Macht es selber, wenn es euch gefällt und Spaß macht, aber ich spare mein Geld lieber und meine Gesundheit tue ich das nicht an. Natürlich sind Alkohol und Zigaretten nicht so schlimm wie andere Drogen, wie zum Beispiel Crystal Meth und so weiter und so fort. Aber ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch sowas nimmt. Aber ich wollte euch schon wissen lassen, dass ich keine Drogen nehme und auch nie Drogen nehmen werde. Und auch nie welche genommen habe, bis auf Alkohol. Aber wie gesagt, damit war ich noch nie besoffen. Nur angetrunken mal, aber das bin ich mittlerweile auch nicht mehr. Mein Akku ist zwar gleich leer, aber ich wollte noch eine Sache loswerden und hoffentlich kann ich das loswerden, bevor mein Akku jetzt weggeht. Ich habe gerade auf Facebook etwas gepostet, das war, als das Deutschlandspiel begonnen hat. Wahrscheinlich lade ich das Video aber dann doch morgen hoch, vielleicht auch noch heute. Aber auf jeden Fall, wenn ich es morgen hochlade, also gestern hat ihr Deutschland gespielt und ich habe bei Facebook gepostet, was denkt ihr, wer gewinnen wird? Ihr könnt es in den Kommentaren vorhersagen und natürlich, wie es ausgehen wird, also wie viele Tore wer gemacht hat. So viele Leute waren einfach vor Portugal, was mich echt verwundert und nur weil Cristiano Ronaldo damit spielt, ein Star. Deswegen sind die Menschen für Portugal, obwohl sie in Deutschland leben. Ich meine, ich bin nicht ein großer Fußballfan, obwohl ich die WM gucke. Ich bin halb Italiener, halb Pole, bin auch kein Deutscher, aber lebe schon so lange in Deutschland, dass ich von mir behaupten kann, dass ich auf jeden Fall für Deutschland bin im Fußball. Und nicht irgendwie nur für Portugal bin, weil da irgendein Starspieler drin spielt, Cristiano Ronaldo, der anscheinend alle fertig gemacht hat. Er hat gestern nicht wirklich gut gespielt. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass bei mir gerade gar nicht läuft, denn mein Akku geht die ganze Zeit leer. Also ich war ein bisschen entsetzt drüber. Deutschland hat 4:0 gewonnen, weil das Spiel einfach so verfault war durch die Portugiesen. Ja, deswegen, ich finde einfach, wenn man in Deutschland lebt, dann soll man auch für Deutschland sein und nicht irgendwie für die Portugiesen, weil Ronaldo damit spielt. Lasst mich mal eure Meinung in den Kommentaren dazu wissen und zu den Drogen auch. Ich dachte mir, ich mache ein Video dazu, weil es sehr, sehr wichtig für mich war, auch sehr, sehr erwähnenswert. Und das war's auch eigentlich mit dem Vlog. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Es kommen weitere Call of Duty Videos, sehr, sehr viele weitere. Jetzt werden Abonnenten auch gelöscht von YouTube. Die inaktiven Abonnenten werden jetzt gelöscht. Es kann auch zu Fehlern kommen, deswegen schaut einfach mal nochmal morgen nach. Und genau, dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!